herzlich willkommen zu einem neuen Vernasch die Welt Unboxing im Monat Oktober. Ich bin sehr gespannt, was hier drin ist und deswegen machen wir die Box einfach mal schnell auf. Ich hoffe, ihr habt alle schon gefrühstückt oder was auch immer gerade bei euch ist. Nicht, dass sich wieder Leute bei mir beschweren, dass sie jetzt Hunger hätten. So, wir haben, oh mein Gott, wir haben Südkorea, wenn ich das richtig sehe. Pack mal die Karte dahin. Wir haben Südkorea. Ich bin sehr gespannt. Ich habe keine Ahnung, was südkoreanische Süßigkeiten sind, wenn ich ehrlich bin. Ich blätter schon mal zur Inhaltsliste auf, weil ich das immer gerne neben mir habe. So, was haben wir denn hier noch? Wir haben, ach ja, wenn jemand möchte, den Adventskalender von der Vernascht die Weltbox. Der ist, glaube ich, limitiert. Also wenn ihr den haben wollt, guckt am besten gleich auf die Webseite oder Social Media Kanäle, weil die sind, glaube ich, immer relativ schnell weg. Ich pack das auch mal hier hin. Und dann sehe ich hier schon, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das sieht alles so mega süß aus, einfach nur. Ich nehme mal das hier an der Seite raus. Und zwar ist das, es sieht aus wie Schokolade mit irgendwelchen Crunch. Ich gucke tatsächlich lieber auf die Liste, weil ich habe echt Angst davor. Okay, es ist Puffreis und Vollmilchschokolade. Das probiere ich tatsächlich. Also nicht, dass ihr denkt, ich habe einfach nur Angst, was zu essen, aber ich möchte doch schon gerne wissen, was drin ist vorher. Oh, das ist cool. Das sieht aus wie diese Vögel- und Nagetier-Snacks, die man so in den Käfig hängt. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So sieht das aus. Oh. Schmeckt zum Glück nicht so. Von der Vollmilchschokolade schmeckt einfach gar nichts. Es schmeckt einfach nur nach Puffreis und nach ein bisschen von diesem, ich glaube, es ist Keksstiel. Aber ich mag's. Vor allem ist es nicht süß, also kaum süß. Ist lecker. Erstes Ding war schon mal gut. So, dann haben wir Popcorn-Snack. Sogar vegan. Ich habe keine Ahnung. Es ist wahrscheinlich vielleicht so Käse-Snack. Aufbekommen. Also lecker sehen sie nicht aus, weil sie einfach nur blassgelb sind. Die sehen sehr ungesund aus. Es ist aber einfach, okay, es sieht aus wie Popcorn. Es ist knusprig wie Chips und schmeckt nach süßen Cornflakes. Oh ja. Wow, aber knusprig sind die gar nicht. Die sind ziemlich labbrig. Schmeckt halt ein bisschen wie Mais-Snack, nur dass es danach ganz schön süß wird gefühlt. Ich bin mir unsicher. Es schmeckt erst faszinierend und dann schmeckt es gar nicht mehr. Weiß ich nicht. Finde ich nicht so geil. Was haben wir noch? Ich sehe schon Oreo-Kekse mit Kuchen. Es sieht sehr, sehr kirschlastig aus. Es sind Red Velvet. Es ist fluffiges Käsekuchen-Frosting zwischen zwei Red Velvet-Kakao-Keksen. Rote Versuchung in Schichten. Ich bin jetzt kein bisschen schlauer, was das genau ist. Ich liebe das. Und ich guck mal, wo es aufgeht. Weil ich jetzt einfach bloß nur Milch schmeckt. Ich bin ja kein Fan von Oreo, muss ich dazu sagen. Okay, sind mehrere Portionsdinger drin. Die sehen sogar rot aus, die Kekse. Wahrscheinlich hat da einfach jemand sein Blut im Keksteig verloren und dann ist der rötlich geworden und dann dachten sie so, zu wegschmeißen ist aber zu schade. Ja, man, das sieht, da ist noch so ein bisschen rötlich. Ich schmecke besser als richtige Oreo-Kekse. Aber ich kann euch nicht so wirklich sagen, an was. Könnte ein bisschen Kirsche sein, aber so richtig sicher bin ich mir nicht. Aber die schmecken gut. Vor allem, weil sie so ein bisschen fruchtiger sind. Schmeckt es nicht so nach typisch Oreo, sondern irgendwie geiler. Super Erklärung. Ihr wisst alle genau, was ich meine. Das ist manchmal echt schwierig. Und was haben wir hier? Das sieht irgendwie fast aus wie das. Aber schauen wir mal. Es scheint auch irgendwas Chipsmäßiges zu sein oder sowas. Ui. Und es sieht aus wie
diese, wer sind die Dinger? Die man auftauen lässt. Mit Füllung. Meckerst du ein bisschen so? Was ist das? Das ist Windbeute. Windbeute, das Wort habe ich gesucht. Ich habe genau, das sind diese Windbeute, die man aus dem Tiefkühlschrank, also aus dem Dings kauft und dann auftauen lässt. Und genau so schmecken die auch. Da bin ich wieder, ich weine immer noch, aber ist egal. Hat mich an den Windbeutel verschluckt. Genau, ich wollte sagen, das ist wie diese Windbeute, die du im Discounter kaufst und auftauen lässt, um sie dann zu essen. Und das ist genau das, nur halt scheinbar als Snack ohne Kühlung und ohne richtige Sahne innen drin. Das ist echt krass. Könnte ein bisschen mehr Füllung sein, aber es kommt dann so im Nachhinein. Das ist echt lecker. Verdammt. Auch wenn ich mich dran verschluckt habe, aber die Dinger sind echt lecker. Die schmecken einfach am Anfang nur nach Teig. Und wenn man dann schon kurz vorm Runterschlucken ist, kommt diese Sahnefüllung halt, die auch in diesen normalen Windbeuteln drin ist. Okay, das ist krass. Die schmecken richtig gut. So, in der Hoffnung, dass ich mich nicht weiter verschlucke, machen wir jetzt das nächste. Das sind also die Zitronenkekse. Und es sind auch was gesalzene, also einfach Keks-Sandwich mit frischer Zitronencreme. Auf jeden Fall steht hier gesalzene Limonade. Ihr wisst, ich mag alles, was salzig und süß ist, von daher ist auch wieder so ein Portionsziel. Und das war die falsche Seite, das ist sehr gut. Egal. Der Keks hat schon ein bisschen gelitten. Oh ja, das sind einfach diese salzigen Cracker, die man so kennt, und da ist scheinbar Zitronencreme drin. Interessant. Mhm. Da sind halt wirklich diese gesalzenen Cracker einfach mit Zitronencreme dazwischen und das schmeckt so interessant, weil es irgendwie salzig und so ein bisschen sauer zugleich ist. Der Geschmack, das aber nicht so richtig festmachen kann. Also er kommt damit nicht, also meiner zumindest, kommt damit nicht so ganz klar, ob das jetzt salzig ist oder sauer oder was ganz anderes. Das ist mega interessant. Diese Box, ich liebe diese Box bisher. Die ist so geil, die schmeckt so gut. Ja, das ist unfassbar. So, wir haben noch drei Sachen. Und zwar haben wir hier noch irgendwas, was also es scheint ein Cookie zu sein mit Tiramisu-Geschmack. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht schmeckt. Und ich glaube, das ist bisher meine liebste Box von allen, die wir hatten. Von den Panaschi-Weltboxen. Und ich hätte niemals gedacht, dass südkoreanische Süßigkeiten so geil schmecken. So, der Keks ist auch schon zerbröselt. Ja. Doch. Hätte ich mir krasser vorgestellt. Und man sieht den hier nochmal, so ein Softkeks einfach. Schmeckt schon irgendwo nach Tiramisu, aber nicht so richtig. Also ich hätte es mir einfach krasser vorgestellt. Also vor allem nach den ganzen Geschmacksexplosionen, die wir bisher hatten. Aber auch der schmeckt geil. Ich glaube, wenn ich den als erstes gegessen hätte, wäre ich voll begeistert gewesen. Weil dadurch, dass wir so andere geile Sachen hatten. Aber auch cool. So, wir haben noch Schokobons. Und ich finde das so schön, dass das natürlich schön in Deutsch draufsteht, weil es ein deutscher Film ist. Und die sollen schmecken nach Haselnussfüllung. Kennen die in Deutschland auch? Ich bin mir gerade nicht sicher. Die sehen voll lecker aus. Ich kriege es nicht auf. Ich hatte meine Schere. Da. Entschuldigung, ich fange schon an zu singen. So schlimm ist noch gar nicht. So, ein Schokobons. Der aussieht wie diese. Nicht diese Kinderüberraschungseier, sondern diese andere Eier, die man kriegt. Super. Ich fange was an und weiß nicht, was das ist. Wenn ihr das wisst, was ich meine, schreibt es mal runter. Aber daran erinnert mich das. Und eigentlich wollte ich zur Hälfte durchbeißen, um es euch zu zeigen, aber hat nicht funktioniert. Mega lecker. Ich könnte mir vorstellen, dass man sowas auch in Deutschland finden kann, weil es ja eine deutsche Firma ist, aber die schmecken richtig gut. Die schmecken mir besser als die richtigen Schokobons. Und noch besser als die weißen Schokobons. Und die finde ich auch schon geil. Aber die
sind mega. Die schmecken halt wirklich so ein bisschen nach Nuss und durch das Crunchy und die sind geil. So, wir haben noch eine Sache. Und zwar haben wir etwas, was mega süß aussieht. Es scheint Pfirsich irgendwas zu sein. Es ist extra süßer Pfirsichsaft. Wenn ich das schon lese, wird mir schlecht. Und zwar das Schütteln? Ich weiß es nicht. Sollte man das schütteln? Mein Koreanisch ist leider nicht gut genug dafür. Ich kann kein Koreanisch. Hat, glaube ich, auch ziemlich viele Kohlenhydrate. Wieso würde ich das bedeuten? Wir probieren es jetzt einfach. Ich habe Angst, aber wir probieren es jetzt einfach. Also es schmeckt wirklich pur wie Pfirsichnektar. Es riecht. Was Pfirsichsaft. Kannst du mit ein bisschen Schwarztee mischen, dann hast du guten Pfirsicheistee. Schmeckt wie Pfirsicheistee. Also wirklich, das schmeckt wie Pfirsicheistee. Ohne Kohlensäure, ohne alles. Schmeckt aber ganz geil. Aber ist, glaube ich, wirklich Zucker pur. Also von daher, krass. Ja, krass, was für eine geile Box, muss ich sagen. Also ich bin wirklich, wirklich begeistert. Ich weiß nicht, ob ich schon mal jemals so begeistert war von der Box, weil es schmeckt einfach alles. Außer die Popcorn-Dinger, die haben mir nicht so gut geschmeckt. Aber alles andere schmeckt einfach wirklich geil. Diese Schokobons mit diesem Haselnusszeug, das ist, glaube ich, echt mein Favorit. Ich finde diese Fruchtbeutel-Dinger total geil. Es schmeckt alles geil. Es ist wirklich geil. Selbst der Pfirsichsaft, die Popcorns, wie gesagt, nicht so, aber alles andere ist mega geil. Ich liebe diese Box. Ich hätte nie gedacht, dass Südkorea so geile Süßigkeiten hat. Und ich würde sagen, solltet ihr mal in Südkorea sein, probiert die Süßigkeiten und Snacks aus. Die sind ziemlich geil. Und ja, dann würde ich sagen, werde ich jetzt den Rest aufessen und dann sehen wir uns in der nächsten Unboxing oder irgendein Video auf dem Kanal wieder. Macht es gut, bleibt gesund, guten Appetit und bis dann. Tschüss.